Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Hals und Beinbruch. Anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Friede sei mit dir, Reisender. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und zieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher, bitte stets. Wird ihnen eine Lehre sein. Ja, sie sind des Schutzes durch den Zarfisch nicht würdig. Vertreibt sie! Lasst sie büßen! Geduld, Brüder und Schwestern! Geduld und Toleranz! Denn ihr müsst eure Nachbarn akzeptieren, wie der Herr euch akzeptiert, um ihre Herzen von der Sünde zum himmlischen Segen des wahren Glaubens zu bewegen. Lasst uns also dem Mädchen vergeben, denn es ist sich seiner Torheit nicht bewusst. Lasst uns vergeben, Brüder! Lasst uns beten für die Seelen der Sünder und lasst uns dem Mädchen vergeben, wie der Herr uns vergibt. Amen! Widersteht Torheit und Sünde! Widersteht Torheit und Sünde! Amen. Widersteht Torheit und Sünde. Amen. Widersteht Torheit und Sünde. Empfangt die Erlösung. Amen. Amen. Widersteht Torheit und Sünde. Widersteht Torheit und Sünde. Widersteht Torheit und Sünde. Widersteht Torheit und Sünde. Empfangt die Erlösung. Amen. Amen. Empfangt die Erlösung. Empfangt die Erlösung. Amen. Empfangt die Erlösung. Amen. 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 Empfangt die Erlösung. Empfangt die Erlösung. Widersteht Torheit und Sünde. Widersteht Torheit und Sünde. Sitzt in der Falle, denn so will es der Herr. Schon bald werden unsere militanten Brüder kommt hier schon sein. Und das Urteil des Herrn wird vollstreckt werden. Guck, das ist der Mann, Mama. Der von dem Zug. Er ist hier, um uns zu retten. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner.